Na, ihr Pyromantinnen und Pyromanten, willkommen zurück zur Blacktail Requiem. Schönen Dank fürs Draufklicken und natürlich auch fürs Draufklicken auf den Daumen und vielleicht in die Kommentare schreiben. So, wir sind jetzt erstmal auf der Suche nach Vaudin. Wie kommen wir nach oben? Ich sehe keine Tür, aber diese Eisenglocken. Darauf sind Symbole von Planeten abgebildet. Und in der Mitte ist die Sonne. Die Reihenfolge der Planeten stimmt aber nicht. Wie funktioniert das alles? Glocken, das erinnert mich eher an Gebetsmühlen. Ein einziger riesiger Mechanismus. Wir haben aber keinen Schlüssel. Der Schlüssel setzt wohl die Glocken in Bewegung. Aber deine Schleuder könnte reichen. Fangen wir links an. Alles klar. Von links nach rechts lautet die Reihenfolge Jupiter, Mars, Sonne, Venus und Merkur. Das Symbol für Jupiter sieht aus wie ein Z, wie Zeus. Immer was? Hier. Z. Jupiter. Passt. Was jetzt? Rechts von Jupiter ist Mars. Der das weiß ich. Durchkreuztem Speer, Schild. Mars, das ist es. Venus ist der erste Planet rechts von der Sonne. Das Symbol ähnelt einer Halskette. Schön, wie er es veranschaulicht. Kreis mit senkrechtem Strich. Das müsste Venus als sein. Als letztes kommt Merkur, der Gott des Handels. Er trägt einen Stab um den und fertig, das sind alle, glaube ich. Ja. Oh, sieh nur. In der Mauer ist eine Tür. Wie archaisch. Gut gemacht. Finden wir diesen Magister. Du bist ein kleiner Klugscheißer, Lukas, ne? Oh, wie archaisch! Oh, hier ist alles dunkel und keine Ratten. Was für ein Glück. Ist er schon tot? Magister Vaudin, ich bin Amicia de Rome. Die Tochter? Also deshalb ist diese Meute dort unten so still. Der Orden war ziemlich beeindruckt von deinem Kampf gegen die Inquisition in Guyenne. Nun, ich hatte keine andere Wahl. Als Beschützerin des Trägers ist dies sogar deine Bestimmung. Als was? Als Beschützerin. Weißt du nicht um deine Aufgabe? Moment, ich bin... Und du? Ich bin Lukas, ebenfalls Alchemist. Du bist ein Lehrling. Weiß deine Magistra, dass du dich so nennst? Wen kümmert das? Die Makula ist wieder erwacht. Mein Bruder braucht eure Hilfe und die Ratten sind bereits da. Zügle dein Feuer, Beschützerin. Andere verbrannten darin. Nimm meine Tasche. Sehen wir nach dem Träger. Und dann ist er richtig sympathisch. Magister Vaudin. Wo ist er? Oben. Wie geht es dir? Ich hab Angst. Ego, das ist Magister Vaudin. Hallo. Wir sollten umgehend beginnen. Ich brauche Ruhe. Mutter, überlass das mir. Ich wollte gerade sagen, die lassen jetzt nicht alleine mit dem Magister. Also, ne. Hammer, Hugo. Kapitel 3. Eine Bürde des Blutes. Wie gesagt, ne. Den will ich nicht alleine lassen. Lukas, komm, jetzt gleich. Komme. Ich habe Hugo weinen gehört. Was ist? Er hat nicht gut reagiert. Er hat einen Anfall. Was? Mutter! Du musst das beenden. Wir kennen den Mann nicht. Amicia, diese Sache musste irgendwann geschehen. Und dieser Mann ist ein ehrenhaftes, hochrangiges Mitglied der ältesten Alchemistenschule. Der Orden kennt die Makula. Hugo ist nicht allein. Ich bin hier. Wir brauchen Nachtschatten gegen das Zittern. Und zwar so schnell wie möglich. Außerhalb der Stadt findest du einen Kräuterkundler. Er lebt am anderen Ende des Metzgerviertels, ganz kurz vor dem Wald. Du wirst ihn sehen. Natürlich. Ich komme mit. Hier bin ich ohnehin nutzlos. Ah, oh, schön Regen.
Warum kümmert sich eigentlich keiner um die Ratten, die irgendwie so ein bisschen abfackeln oder so, dass die nicht mehr die Bedrohung jetzt für die Stadt darstellen? Weil gerade jetzt ist es gefährlich. Wir sollten los, wir haben einen weiten Weg vor uns. Wir können nicht mal Feuer machen jetzt, ne? Das ist euch schon bewusst. Deswegen sage ich schön Regen, weil die ganzen Söldner können auch nichts mehr machen jetzt. Schicker Hut. Das ist halt so krass. Immer schlimmer. Ich weiß, du machst dir Sorgen, aber lass Magister Vaudor ein bisschen Zeit. Zeit? Wofür? Damit es Hugo noch schlechter geht? Für seine Tests. Er versteht etwas von seiner Arbeit. Er ist der Beste in seinem Gebiet. Ach, hör doch auf! Er behandelt meinen Bruder wie ein Tier. Nein, wir brauchen eine andere Lösung. Wie die Insel, von der Hugo träumt. Ein Traum, Amicia. Was sollen wir damit anfangen? Bitte, gib ihn einfach noch nicht auf. Mach ich nicht. Aber das reicht nicht mehr. Ich kann sie verstehen. Sie ist halt so ein bisschen auf der Seite. Sie hofft auf ein Wunder. Und Lukas ist halt der Rationale, ne? Weil Träume, ne? Ich meine. Aber ich wette genau, das ist die Lösung. Weil der Phönix, der wird ihn heilen. Oder das Wasser. Auch wenn es halt total ein bisschen aus der Luft gegriffen ist. Oh nein. Arme Sau bei dem Wetter, ey. Er freut sich aber. Es ist so cool hier am Pranger. Ich habe überhaupt keine Krämpfe in den Schultern. Ja, bei dem Wetter wollte ich jetzt auch nicht auf dem Markt sein. Regenschirme gab es ja damals noch nicht. Obwohl, stell dir mal vor, du hättest sie damals empfunden, dann bist du der Shit. Außer halt nur was wasserabweisend ist. Am besten Stoff mit Wachs einreiben oder so und das spannen. Was ist da passiert? Beste. Weiß nicht, da hat's gestunken. Ach, hoffentlich dauert es nicht lang. Wo hat's gestunken? Das interessiert mich jetzt doch. Das Arena-Viertel ist geschlossen. Zutritt verboten. Da wollen wir eh nicht hin. Na gut, wir gehen wieder. Was für Teile hier? Das ist ja wie bei der Stürmung auf die Normandie. Hier. Ich wollte gerade sagen, warum kümmern die sich nicht um die Ratten? Ich meine, die haben doch da. Die rennen doch da durch, als wäre es nichts, diese Söldner mit den Fackeln. Kann man auch mal ein bisschen. Kann man die auch einkreisen und außenrum vielleicht eine Ölspur legen, die anzünden und die immer weiter in die Mitte treiben und alle dann verbrennen, die Ratten. Also tut mir leid, das sind halt auch Tiere, aber das ist vielleicht der Weg, um diese Pest da ein bisschen einzudämmen. Und nicht einfach die Viecher machen lassen hinter dieser Mauer da vorne. Das ist ja auch nicht gerade sicher. Hat ja gesehen, die brechen ja wie Wassermassen durch die Wände, wenn sie sich da aufbäumen. Naja, genug davon. Wir gehen mal weiter auf die Mission. Abgesucht habe ich ja jetzt. So, unser Tor müsste da drüben sein. Oh, hier stinkt's. Das heißt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Oh. Da ist es. Das Aroma. Haben wir mal ein paar. 6 Stück ist ja Maximum. Hast du die Blume noch? Ne, die hat sie Hugo gegeben wahrscheinlich. Aber schön eigentlich, schön, dass man wieder Blumen sammeln kann und alles, ne? Gute Frau, machen Sie da. Sachen. Ah, ja, die Kräuter sieht man eigentlich immer offensichtlich, die man fürs Herbarium holen kann. Ich habe auch bestimmt wieder eins verpasst, ich kenne mich. Ich weiß es. Alles klar. Bist du bereit? Oh. Ja, gehen wir. Sag mal ja. Bei dem Wetter und bei der Witterung außerhalb der Stadt ist es vielleicht nicht ganz so gefährlich wie drin. Wer weiß. Aber die Ratten halten sich ja wahrscheinlich auch eher da auf, wo Menschen sind. Ey, hätten wir Hugo dabei, dann könnte die einfach so platt machen wahrscheinlich alle. Ist doch perfekt. Die ganzen Ratten. Aha, ist schon wieder Tag. Faules Fleisch. Ja, das hier ist das Metzgerviertel, der kürzeste Weg zum Kräuterkundler. Hört, hört! Ich habe alles Geflügel, das man sich nur wünschen kann. Schweinefleisch, saftige Bratenstücke, köstliches Fleisch. Köstlich ist klar. Ach, hört nicht auf diesen Lügner. Seine Schweine stinken zum Himmel. Oh, so ein Eimer voll Rotz und Eingeweide.
Wenn ihr noch nie Rindfleisch hattet, habt ihr was verpasst. Also spätestens hier will ich zum Vegetarier werden. Wir sind noch nicht da. Und Hugo könnte es jetzt schon schlechter gehen. Beeil dich. Also sie macht sich aber ein bisschen zu viel Gedanken. Ich meine, Hugo, der ist zäh, der packt das, der Junge. Über ein bisschen Sorge machen die ganze Zeit. Guck mal, die ganze Straße läuft überall Blut runter. Wie geil ist das Detail, bitte? Vater ist ganz allein daheim. Wir gehen bald, Mama. Könnte aus dem Horrorspiel sein hier. Evil Within oder so, oder Resident Evil. Oh, lasst uns durch. Was ist das? Anscheinend nichts Gutes. Dieses Viertel ist jetzt gesperrt. Was? Auf Befehl des Grafen Viktor von Aare. Kein Zutritt zu eurer eigenen Sicherheit. Sperrt uns nicht aus. Nein, Hugo kann nicht warten. Vielleicht kommen wir woanders rein. Sagt schon, was los ist. Meine Kinder sind da drin. Wir wissen, dass was nicht stimmt. Was verschweigt ihr uns? Gab es Tote? Wo sollen wir denn bitte hin? Einfach an der Seite vorbeischubbeln. So ein paar Kinder sieht doch keiner. Oh, sie weiß was. Du weißt es. Da ist eine Seitengasse. Ja. Was meinst du? Wie kommen wir da rein? Warte. Ah. Ich glaub. Boah, guck mal. Weißt du, wie schwer die sein muss, diese Kiste voller Eingeweide? Ja, sieht sicher aus. Ob hier jemand wohnt? Sind gleich wieder weg. Ey, das Spiel vermittelt Ekel richtig gut, ne? Also richtig gut, meine ich. Nicht wirklich, oder? In die Schlachtabfälle? Da sollen wir rein? Ja komm, geil. Nicht nachdenken und nicht atmen. Sei froh, dass du dich Gesicht... So wie Lukas. Oh nein, sag nicht. Ja, hab was in den Mund gekriegt. Atmen, hab ich gesagt. Ich hatte Panik. Oh, Lukas. So viele Lebewesen, die daraus geboren werden. Warum denkst du ausgerechnet jetzt an sowas? Weil ich sonst den Verstand verliere. Ja, aber so verliere ich vielleicht meinen. Es ist nur Materie, die sich verwandelt. Boah, ist das eklig, Alter. Die Stiefel sind ruiniert. Der Boden ist voller Blut. Wie die Arena. Das ganze Gebiet ist ein Köder. Jetzt kommt man nicht, ich bin überempfindlich, ne? Ohne Scheiß. Stell ich das nur mal vor, so ansatzweise, wie das ist, hier durchzuwarten. Ich setz mich gerne in sowas rein. Ah! Richtig, richtig geil. Sachen sammeln, geil. Oh, was haben wir da? 5 Stücke! Ich hab Stücke. Ach, guck mal hier, Ignifer. Aber da, Bewusstsein. Warum? Warum? Ich hab doch auch viel geschlichen. Oder ich bin viel geschlichen. Der Karren steht im Weg. Ja, weg damit. Wir müssen weiter. Hilf mir mal bitte. Ja. Nein. Ich will nicht weiter. Nein! Oh, Ratten, natürlich! Oh nein, nein! Nicht schon wieder! Wir brauchen Licht, und zwar schnell! Ich wusste es. Sie schwärmen aus. Jetzt müssen wir schon wieder durch sie durch. Das schaffen wir. Denk einfach nur an den Nachtschatten. Ja, ja. Hörst du das? Hier sind immer noch Leute. Sie haben das Viertel nicht evakuiert. Genau wie in der Arena. Die Feuer sind nicht hell genug. Wir kommen nicht rüber. Es ist schon derbe, dass die Leute denen so scheißegal sind. Ja. So, mal nachsehen. Ich bin immer noch voll beeindruckt, wie gut sie mit der Schleuder schießen kann. Geh mal nachsehen, ich komm da gar nicht durch. In den Pott schmeißen. Ich finde das voll cool, dass man das so on the fly wechseln kann hier, seht ihr? Oh.
Sie müssen sich bewegen. Da kommen sie nicht ran. Bitte. Genau wie die auf dem Karren. Schieß mal mit der Schleuder drauf. Was ist das für Pulver? Salpeter. Wird eigentlich zum Pökeln verwendet, aber wir können damit das die Flammen ersticken. Das ist noch mehr Salpeter, oder? Ja, jede Menge. Wenn die Leute da draußen nur wüssten, was hier los ist. Ihre Familien, ihre Kinder. Die Armee kann das niemals vertuschen. Hier wird Chaos ausbrechen, Lukas. Ja. Oh Mann. Sie sind überall. Paul, lass uns gehen. Warte, das Licht. Stadtbewohner? Vermutlich. Wie jetzt das Feuer. Da draußen ist noch Salpeter. Ja. Oh, diese Rattenviecher, ey. Das ist nah genug. Komm, geh da weg. Moment, ich nehme was mit. Das Zeug ist nützlich. Alles klar. Tob dich aus. Alles im Griff. Staubexplosion, Lukas. Staubexplosion, ne? Oh, das müsste ich voll hochgehen. Ja, gut gemacht. Aber volle Kanne. Halt die Stadtbewohner. Ich will es mir gar nicht ausmalen, von Ratten gefressen zu werden. Wie ungeil das sein muss. Er wohnt außerhalb, oder? Da könnte weniger Chaos sein. Wieso man auch immer so locker mit einer Hand aufzieht, die Kiste. Weißt du, wie schwer so ein Deckel sein muss? Ich glaube, sie ist Kratos' Tochter. Der Boy und die Tochter. Yeah, Boy. Ich hab noch drei erwischt. Haben sich ganz schön gewehrt. Take an example in your sister, boy. Hey! Was treibt ihr hier? Wir sind schon weg. Hier kommt niemand raus. Befehl ist Befehl. Halt, nein! Ihr solltet tot sein. Er wirft gleich. Amicia! Oh Gott. Das war so knapp. Du hast gerade einen Soldaten der Provost getötet. Ich weiß. Ja. Warum hat er angegriffen? Er hat uns getötet, Lukas. Merkst du selbst. Komm jetzt nicht mit Moral. Sieh nur. Sie ermorden die Bewohner. Sie säubern jetzt die Viertel. Was macht das für einen Sinn? Die Menschen übertragen das doch gar nicht. Das sind doch die Ratten. Hey, komm zurück, du Mistkerl! Vorsicht! Nein! Oh. Scheiße! Was soll ich schmecken, Radis? Das ist wohl erledigt. Die scheiß Nager töten schneller als wir. Der exekutiert uns sofort. Wir oder sie? Öko kann nicht warten. Er braucht den Nachtschatten. Da hast du wohl recht. Hör zu. Du kannst Salpeter verwenden. Nimm das und stell ein bisschen Extinguis her. Das sollte Extinguis reichen, um die Fackel zu löschen. Extinguish. Alles klar. Ich mach ein bisschen Extinguish. Fertig. Jetzt schieß es auf die Fackel um. Naja, ich weiß. Mein Gott. Tja, hat geklappt. Ich habe schon Übung darin, aber trotzdem... Verstörend. Ja. War vielleicht nicht das letzte Mal. Trotzdem, danke. Ich find's verstörender, wenn sie Menschen mit ihrer Schleuder erwürgt, wollte ich mal anmerken. Und dann noch eine in die Fresse haut. Das finde ich verstörend. Bleibt mir vom Leib, klar? Lass die Leute nicht. Und da ist noch einer. Scheiße, ich mach die Feuerwehr nicht auf. Hatten es gut verdient. Keine Zeit für Gewissensbisse. Hugo wartet. Ja, jetzt kann ich den töten. Rollt ihn da runter. Und markiert die Häuser, die ihr gesäubert habt, mit einem Kreuz. Was? Na komm. Was bewegt sich da? Sollte ich mir genauer ansehen. Ja, mach mal. Weißt du, was jetzt passiert, ne? Geh da drüben! Was macht ihr da? Das ist halt lustig, es tut mir leid. Was ist der denn da? Lecker, lecker. Ne, ich muss da glaube ich hin, da liegt was. Ach gut. Guck gleich nochmal, ja? Seid artig. Wir müssen raus aus der Stadt. Weg von diesem Bordell. Wofür, Amicia? Für einen Traum von einer Insel? Einen Traum, den er seit Wochen hat. Jetzt hör doch mal auf sie. Ich da auch? Oh, da kann ich auch die Pötte schmeißen hier mit Extinguis. Voll geil, das geht.
Ach hier, guck mal. Gestock. Ja, gar nicht ein Pet schmeißen hier. Ah, shit. Ah! Oh nein! War eine gute Idee, ne? Ja. War eine gute Idee. Und markiert die Häuser, die ihr gesäubert habt, mit einem Kreuz! Die Leichen müssen dringend aus der Stadt gebracht werden! Was zur? Ja, red weiter, dass ich dich stören konnte. Warum? Und markiert die Häuser, die ihr gesäubert habt, mit einem Kreuz. Die Leichen. Was? Was? Bleibt stehen! Oh, was? Ich mach das lieber mit der Schleuder. Das ist schön. Wir müssen raus aus der Stadt. Weg von diesem Wodor. Wofür, Amicia? Für einen Traum von einer Insel? Einen Traum, den er seit Wochen hat. For the Lulz, Lukas. For the Lulz. So. Teile. Oder Stücke. Oh nein! 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 Was ist der Sinn? Was ist der Sinn, dahinter zu gehen? Die Häuser, die ihr gesagt habt, die Blabla. Komm. Die Leichen müssen dringend. Was ist das? Geh da drüben! Was macht ihr da? Der wird jetzt. Der geht dann einfach gnadenlos dahin und tötet Kinder, ne? Huha, hihaha. Wir müssen raus aus der Stadt. Weg von diesem Wodor. Wofür, Amicia? Für einen Traum von einer Insel? Einen Traum, den er seit Wochen hat. Komm, ich will nur die Teile haben, bitte, bevor ich wieder gefressen werde. Nee, 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 nee. Ah, hat geklappt. Nur? Na gut. Das Stadttor. Endlich. Hat funktioniert. Bleibt im Licht, um jeden Preis. Oh nein, sie verlassen die Stadt, da wohnt der Kräutergundler. Sagt nicht, dass sie auch die Vororte säubern wollen. Verdammt. Hey, ganz ruhig. Wir sind bestimmt schneller als die. Es hört nie auf. Da lang flitzen die Viecher. Genagte überall. Mal sehen, was da drin besonders aus. Oh. Ein Werkzeug. Mit einer Werkbank könnte ich meine Ausrüstung verbessern. Oh, gut. Ich hätte gerne Messer. Mehr Messer. Die bringen, glaube ich, am meisten so. Nein, er hat dem Wolf den Oberbefehl über die Stadt gegeben. Mit dem Wolf? Das erklärt das Gemetzel. Der Mann ist ein Kriegstreiber. Zwei Fackeln. Dein Krug. Eine Extinguis-Wolke kann mehrere Fackeln löschen. Ein Typ Extinguis. Ja, echt unpraktisch. Die haben uns schon genug Zeit gekostet. Komm. Das Fallgitter ist unten. Das lässt sich bestimmt wieder öffnen. Unbarmherzig sie ist. Die haben uns schon genug Zeit gekostet. Scheiß Soldaten. Alle müssen sterben. Auch noch ein bisschen mehr Futter, falls ihr da satt werdet schon von denen. Ich hoffe, Hugo hält durch. Tut mir leid, aber er hat Schlimmeres überlebt. Das muss aufhören. Ich glaube, wie gesagt, immer noch nicht, dass es Hugos Schuld ist, ehrlich gesagt.
Die Ratten sind halt einfach überall. Was willst du denn machen? Es ist die Pest. Oh, ich glaube, wir haben ein Problem. Was? Oh, das Ding rastet nicht ein. Also müssen wir rennen. So, sehr gut. Lass auf mein Kommando los. Jetzt, los. Ich komme. Das Ding ist so schwer, es müsste schon unten sein. Direkt hinter dir. Komm schon. Puh. Ja. Geschafft. Es war so klar, dass es jetzt schnell geht. Schau. Keine Ratten. Die haben also an der Mauer angehalten? Mauern sind denen egal. Ihnen geht's nur ums Futter. Ich sehe auch keine Soldaten. Hey. Mir ist gerade was eingefallen. In Rodins Labor war ein Fresko einer Insel. Ich habe sie gesehen, Lukas. Was sagst du jetzt? Rodin scheint sie zu kennen. Schon gut, schon gut. Ich frage ihn. Danke. Also, Mutter hat gesagt, dass der Kräuterkundler am Waldrand wohnt. Dürfte nicht mehr weit sein. So still hier. Verdächtig. Hier waren vor kurzem noch Leute. Kein Blut. Selbst hier. Keine Kampfspuren. Ja, vielleicht sind sie gerade mitten dabei, beim Spaß hier die Leute alle abzumurksen. Oh, was sind wir hier? Schade. Ist das schade? Ich meine, die Stücke sind gut, aber ich habe auf so ein paar Collectibles gehofft. Ich will doch Hugo seine ganzen Blumen anbringen hier. Jetzt muss ich mal ganz kurz zurück. Okay. Oh. Hier mal nichts ist gleich. Dann ist hier nichts. Ja, schade. Ist sehr begrenzt, dieses Waldstück. Ja, aber wie gesagt, ich finde es immer noch sehr, sehr geil. Es macht wirklich Laune, das Spiel. Und ich hoffe, es kommen noch andere Begleiter dazu vielleicht. Ich meine, Lukas ist praktisch. Wurde vor kurzem noch benutzt. Weil er die Rezepte hat. Hey, eine Werkbank. Damit kannst du deine Ausrüstung verbessern. Oh, ein Bild drauf, ne? Wir wissen ja nicht, was uns noch erwartet. Stimmt. Oh, der Alkohol ist voll. Mal halt ein bisschen verschwenden. Verschwendung betreiben. Wie Last of Us. Ich habe sogar ein Werkzeug. So, was haben wir denn hier? Ah, ich brauche jedes Mal ein Werkzeug. Oh nein. Was? Durch das Annähen neuer Taschen kann Amicia zusätzliche alchemistische Munition tragen. Ein weiterer Ring an ihrem Gürtel ermöglicht es Amicia noch mehr Töpfe zu tragen. Ja. Ein Verteidigungswerkzeug eignet sich bei Platzmangel zum Zerlegen von Töpfen, Messern, Pyrit und Bolzen. Verwertungswerkzeug, nicht Verteidigungswerkzeug. Und? Durch eine weichere Schnur macht Amicia bei der Verwendung der Schleuder weniger Lärm. Ja, ich mach das. Was haben wir hier? Mit Hilfe von Reisewerkzeug kann Amicia ihre Ausrüstung überall ohne Werkbank aufwerten. Ja, das ist. Schon besser. Praktisch. Ist komfortabel, aber das werde ich wohl ganz spät skillen erst. Oh, hier ist eine Leiche. Die Ratten? Nein. Ich glaube nicht, dass Ratten Leute von hinten erstechen. Vermutlich Soldaten. Oh. Nee, ich will. Nein, nicht die Tür zu. Nicht jetzt. Die sind ja überall. Hier auch. Sorry, ich muss neu starten, weil das Spiel hat mir einfach mal die Möglichkeit genommen, oben noch zu suchen. Jetzt aber auch genauer wissen müssen. Komm, renn mal ein bisschen. Da sind bestimmt noch Sachen. Was ist denn ein Grab? Ich habe mir die Möglichkeit genommen, jetzt weiter zu untersuchen ein bisschen. Gebe ich ja zu, ne? Wie, das war's schon? Das finde ich jetzt ein bisschen enttäuschend. Das ist so ein ganz großes Abschnittchen hier eigentlich und dann kann man gerade mal das eine Haus. Och nö. Na gut, Leute, ich würde sagen, nächstes Mal gibt's mehr. Das war's für den Part. Ja. Wenn ihr mehr sehen wollt,
einschalten oder draufklicken auf das nächste Video. Ihr wisst Bescheid. Ah, ich hab's schon, oh gut. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid bei A Plague Tale Requiem. Hier ist eine Leiche. Nicht vergessen, Daumen nach oben und was Nettes schreiben wäre noch ganz lieb. Erstochen. Vermutlich Soldaten. Sonst blüht euch dasselbe. Nein. Erstochen! Ja, wir sehen uns wieder, Leute. Macht's gut, ciao. Heute kommt noch eins.